30 km/h anpeilen. Und hallo liebe Freunde, heute habe ich mich mal auf eine kleine Teststrecke begeben. Vielleicht kennt ihr den Ort auch aus eigenen Videos, weil hier stelle ich mich gerne mal hin. Ich möchte heute mal was an Angriff nehmen und zwar möchte ich mal einen kleinen Extremtest machen. Ich möchte einen Bremstest machen mit meinem ganzen Inventar. Die Bitte war einfach in einem Kommentar und es wurde auch schon mal gesagt, dass ich die Teile nicht richtig befestigt habe und so. Das wollte ich heute einfach mal so ein bisschen widerlegen und ich glaube, das ist auch spannend für euch, ob das überhaupt alles hält oder ob mir das alles entgegenkommt. Und das schauen wir uns heute mal an. Hier nochmal ganz kurz. Ich habe alles drin, hier unten sind Töpfe drin, Kühlbox, alles mögliche drin, auch die Gasflasche. Hier vorne sind jetzt die Bestecks drin, Teller und hier oben sind so ein, zwei kleine Klamotten drin und so ein bisschen was zum Testen. Einfach mal schon zum Schauen. Auch hier nochmal einen ganz kleinen Rundgang, alles voll. Da steht der Subwoofer, die Bretter, die kleine Bettdecke und hier unten Lüfter, Stühle etc. Die Straße ist übrigens, ja, ich sag mal nass, wirklich nass, nicht nur feucht und so legen wir mal los. So, ich habe das jetzt einmal so eingestellt, dass ihr auf jeden Fall hinten erkennen könnt, was passiert und natürlich auch den Tacho seht, wie schnell ich fahre. Ich möchte jetzt natürlich erstmal langsam anfangen, weil ich auch ein bisschen Mangel habe, einfach voll aufs Gas zu treten und einfach mal zu bremsen. Normalerweise macht man sowas ja nur in einer Notsituation oder in der Fahrschule. Also fangen wir mal langsam an. Ich beschleunige auf 30 km/h und Vollbremsung. So, wir beschleunigen auf 50 km/h. Jetzt kommt leider gleich eine kleine Kurve. Mal gucken, ob wir das noch vorher schaffen. Und Vollbremsung. So, jetzt wollen wir mal langsam auf die 70 km/h beschleunigen. Schauen wir mal, wie das klappt. 70 km/h anpeilen. Und Vollbremsung. Ja, ich glaube, das hat sehr gut gezeigt, dass alles wunderbar hält. Ich kann euch gerne den Innenraum nochmal zeigen und wir gehen gleich hinten auch nochmal zu den Regalen. Also im Innenraum hat sich quasi wirklich nichts verändert. Wir können hier nochmal drunter gucken. So sieht das Ganze aus. Ja, jetzt mache ich mit euch mal hier die Klappe auf. Selbst die Teller stehen wirklich noch da, wo sie standen, obwohl die lose sind. Das finde ich schon selber ziemlich extrem. Ja, hier oben alles fest. Schauen wir hier unten mal rein. Ja, da ist ein bisschen was durcheinander gekommen. Die Ravioli-Dosen haben sich bewegt. Und hier steht auch noch alles so, wie es soll. Und hier oben natürlich noch mal einmal so ein bisschen die Klamotte. Ist auch nicht viel passiert. Ja, ich kann dazu nur sagen, ich denke, es ist alles vernünftig befestigt. Ich kann auch gerne nochmal die Befestigung einblenden kurz, wie ich das gemacht habe. Das sind kleine Gewindeeinsätze in der Holzbodenplatte und da dann eben M8 Muttern befestigt mit Unterlegscheiben. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, falls euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Ich gehe gerne auf Wünsche ein, also gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr irgendwas wissen wollt. Natürlich fahre ich nicht gegen eine Wand, aber das sollte jedem klar sein. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Also haut rein!